Meine Damen und Herren, ich eröffne die Sitzung, stelle die Beschlussfähigkeit fest. Der letzte Tag der Plenarwoche heute. Es wird wieder heiß heute am Tag. Deshalb behalten Sie klaren und kühlen Kopf. Das kann ich Ihnen nur empfehlen. Sind Sie vernünftig, ärgern Sie das Präsidium nicht. Und sehen Sie zu, dass wir gemeinsam klarkommen. Das ist die 16. Plenarsitzung. Vor Eintritt in die Tagesordnung der Bericht des Präsidenten über die Angemessenheit der Entschädigung von Abgeordneten und zur Anpassung von Leistungen nach dem Hessischen Abgeordnetengesetz zum 1. Juli 2019, Drucksache 20 8 39 9. Nach § 22 des Hessischen Abgeordnetengesetzes ist der Präsident des Landtags verpflichtet, dem Landtag jährlich einen Bericht über die Angemessenheit der Entschädigung zu erstatten. Daher gebe ich Ihnen diesen Bericht, der am 18. Juni 2019 verteilt wurde, zur Kenntnis. Der Angemessenheitsbericht wird lediglich vom Plenum entgegengenommen. Zur Tagesordnung sind noch offen die Punkte 8, 11, 13, 15, 18 bis 32, 34 bis 41, 43, 44, 46 bis 49, 51, 64 bis 76, 78 und 80. Wir tagen heute bis zur Erledigung der Gesetzeslesungen bei einer Mittagspause von einer Stunde. Wir beginnen mit den Anträgen für die aktuellen Stunden, 5 Minuten und so weiter. Das wissen wir alles. Entschuldigt fehlt heute die Frau Staatsministerin Puttrich ab 11.45 Uhr. Unser ehemaliger Präsident Norbert Kattmann ist noch erkrankt. Die Frau Abgeordnete Alex ist entschuldigt und die Frau Abgeordnete Wallmann. Gibt es noch weitere Entschuldigungen? Das ist nicht der Fall. Dann der Hinweis, heute Abend im Anschluss an die Plenarsitzung kommt der Kulturpolitische Ausschuss und der Ausschuss für Digitales und Datenschutz zu einer gemeinsamen Sitzung im Sitzungsraum 510W zusammen. Im Anschluss daran tagt der Kulturpolitische Ausschuss noch einmal allein im selben Sitzungsraum. Ich wünsche ich alles Gute. Die mit Schreiben vom 13. Juni 2019 eingeladene Sitzung des Haushaltsausschusses für heute unmittelbar im Anschluss an die Plenarsitzung findet nicht statt. Meine Damen und Herren, wir haben heute einen Geburtstag. Unser Kollege, der Abg. Markus Hofmann aus Fulda. Herzlichen Glückwunsch, alles Gute. Bleibt gesund und munter. Jawohl. So, meine Damen und Herren, ich habe jetzt hier noch Sportberichte vorliegen. Die liegen noch da, die sind schon etwas länger, aber offensichtlich will man mich damit hier ärgern. Es gab zwei Spiele. Zum einen gab es das Spiel beim Hessentag. Das ist ja ein traditionelles Spiel. Es kam zu einer freundschaftlichen Begegnung, Landtagself und der Ratself Waldhessen. Wie mir gesagt wurde, sind das ja nahezu alles Profis. Wir waren stark ersatzgeschwächt und lagen zur Halbzeit bereits 3:0 zurück. Dann jedoch erzielte unser Freund Yüksel den Anschlusstreffer zum 1:3. Und der Bijan Kaffenberger konnte per Elfmeter das 3:2 erzielen. Herzlichen Glückwunsch. Also ich höre, dass du dich gut machst als Stimme. Und die Alten, da, die da rumstolpern noch bei uns, müssen sich vorsehen. Ja, ja, er deutet auf den Markus Bocklet, aber das war nicht direkt gemeint. Er wird also bald, das ist der Mann der Zukunft. Es gibt aber einen besonderen Hinweis noch, unser Freund Marc Weinmeister, und das ist hier von wirklich unabhängigen Kommentatoren festgehalten worden, trug im Tor mit seinen Paraden dazu bei, dass das Team im Spiel blieb und der Endstand von 2:3 gesichert werden konnte. Wie mir der Wolfgang Decker gesagt hat, war das das beste Spiel von Marc Weinmeister in den letzten 10 Jahren. Dazu, ja, ich kann auch hier,
ist zwar intern, aber wir haben Kaufangebote von Parlamentsmannschaften aus ganz Deutschland. Auch international ist er gefragt. Bayern München hat auch nachgefragt, da war er im Probetraining. Aber meine Damen und Herren, er ist unverkäuflich. Er ist der beste Torwart aller Parlamentsmannschaften. Herzlichen Dank. Ich weiß gar nicht, wer dich in der Vergangenheit immer da kritisiert hat aus den Reihen hier. Das war unsachlich. So, dann hatten wir gestern Abend, das war vorgestern Abend, konnte die Landtagself in Friedberg spielen. Meine Damen und Herren, wir haben 6:2 gewonnen in Friedberg. Ja, ja. Gegen die Stadtauswahl von Friedberg und der vorhin bereits erwähnte Altinternationale Markus Bocklet hat 2 Tore erzielt. Dazu auch herzlichen Glückwunsch. Es gibt böse Stimmen im Hause, die behaupten, es wäre deshalb so hoch gewonnen worden, weil unser Coach Wolfgang Decker nicht mit dabei war. Das weiß ich. Es gibt ja immer mal so kritische Worte zum Wolfgang, das weise ich mit aller Schärfe zurück. Ich kann bestätigen, dass er aus dem Plenum heraus und aus der Sitzung des Haushaltsausschusses heraus telefonisch die Betreuung und das Coaching unserer Mannschaft vorgenommen hat. Also praktisch digitales Coaching hat der Wolfgang hier vorgenommen. Und deshalb will ich ihm ganz besonders danken. Er ist gar nicht da. Ich habe noch eine Flasche Wein hier. Wo ist er dann? Er schläft, ja. Günther, sei so lieb, nimm die Flasche Wein für ihn, kannst du entgegennehmen. Und du kannst ihm auch sagen, das ist jetzt die zweite Flasche Wein in 2 Sitzungen. Wer so oft gelobt wird als Trainer, sollte sich Gedanken machen. Sollte sich Gedanken machen für die Zukunft. Wie bei Bayern München. Jawohl, alle, das war eine unsachliche Bemerkung, die lassen wir hier nicht. So, meine Damen und Herren, das waren unsere Spiele. Wir haben einen Aufwärtstrend bei unserer Mannschaft und das wollen wir festhalten. Und ich bedanke mich bei allen, die manchmal unter erschwerten Bedingungen, wenn das hier zu lang dauert und wenn das mit dem Pairing und wenn das heißt, ich gebe den Leuten nicht frei, ich will das einmal an der Stelle sagen, also die machen das wirklich gut und unsere Fußballmannschaft vertritt uns großartig als Landtag und dafür herzlichen Dank. So, genug des Lobes, der Anerkennung.